Am Sonntag werden wieder mal die Oscars verliehen und wir erzählen euch heute, seit wann es das Ganze gibt, wer die Gewinner wie auswählt und warum es die Preisverleihung überhaupt gibt. Ich bin Tien und das sind die Was geht ab Shorts. Am 22. Februar findet die 87. Verleihung der Oscars im Dolby Theater in Los Angeles in den USA statt. Richtig heißt der Filmpreis eigentlich Academy Award. Er gilt als wichtigster Filmpreis der Welt. Dieses Jahr wird die Veranstaltung von dem Schauspieler Neil Patrick Harris moderiert, der vor allem durch seine Rolle als Barney Stinson in der Serie How I Met Your Mother bekannt ist. Das erste Mal fand die Verleihung 1929 in einem Hotelsaal in Hollywood statt. Damals wurden in 12 verschiedenen Kategorien Preise verliehen. Anwesend waren nur 270 Gäste und nach nur 15 Minuten war die Veranstaltung auch schon wieder vorbei. Der erste Schauspieler, der je einen Oscar bekommen hat, war Emil Jannings. Der Deutsche, der in Filmen wie Sein letzter Befehl und Der blaue Engel mitgespielt hatte, wurde als bester Schauspieler ausgezeichnet. Damals interessierte sich die Presse noch kaum für die Veranstaltung und die ganze Verleihung war ziemlich unglamourös. Aber schon 2 Jahre nach der ersten Preisverleihung wurden die Academy Awards in vielen US-Bundesstaaten im Radio übertragen. Zu Beginn der Academy Awards war schon lange vor der Verleihung bekannt, wer gewonnen hatte. Das änderte sich erst 1941, als die Gewinner zum ersten Mal erst am Abend der Verleihung bekannt gegeben wurden. Es dauerte bis 1953, dann wurden die Oscars erstmals im Fernsehen übertragen. Aber warum wurden die Academy Awards eigentlich überhaupt das erste Mal veranstaltet? Eigentlich war das Ganze eine Marketingmaßnahme, weil Hollywood Ende der 1920er Jahre in einer Krise steckte. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen war Kino gesellschaftlich noch nicht so anerkannt wie heute und galt teilweise als unsittlich. Es dauerte außerdem bis 1936, bis der Tonfilm in den meisten Kinos eingeführt wurde. Gleichzeitig entstanden in den 20er Jahren aber immer mehr Radiostationen. Rundfunk war der große Konkurrent für das Hollywood-Kino, weil es für viele Nutzer interessanter war als der Stummfilm. Um einen Ausweg aus der Krise zu finden, beschlossen 1927 verschiedene Filmschaffende eine Vereinigung zu gründen, um ihre Kräfte zu bündeln. Unter den 36 Gründungsmitgliedern waren auch viele Filmstudio-Bosse. Die Vereinigung nannte sich die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, kurz AMPAS. Sie setzten sich zum Ziel, den Ruf des Films als künstlerisches Produkt zu verbessern. Damit die Öffentlichkeit mehr über die produzierten Filme und die Fortschritte in Sachen Filmtechnik erfahren konnte, wurden deshalb 2 Jahre nach der Gründung der AMPAS die Academy Awards ins Leben gerufen. Die Figur, die als Award verliehen wird, ist seit 1929 gleich geblieben. Sie stellt einen Ritter dar, der vor sich ein Schwert hält und auf einer Filmrolle steht. Die Filmrolle weist 5 Speichen auf. Die stehen für die 5 mit dem Preis ausgezeichneten Sparten, die am Anfang des Academy Awards mit der Auszeichnung belohnt wurden. Schauspieler, Regisseure, Autoren, Produzenten und Techniker. Der Oscar Award ist nicht nur golden angemalt, sondern tatsächlich mit 24-karätigem Gold überzogen. Der Rest besteht aus Nickel, Kupfer und etwas Silber. Die 34 cm große Statue ist fast 4 Kilo schwer und hat einen Materialwert von ca. $300. Warum der Award Oscar heißt, lässt sich heute nicht mehr so genau rekonstruieren. Eine der Geschichten besagt, dass 1931 die Bibliothekarin der Academy Awards, Margaret Herrick, sagte, die Statue sehe so aus wie ihr Onkel Oscar. Welche Filme überhaupt für eine Nominierung für einen Award zugelassen werden, ist genau festgelegt. Zum Beispiel muss der Film im vergangenen Jahr in Los Angeles in Kalifornien veröffentlicht worden sein. Es sei denn, er wird für die Kategorie bester fremdsprachiger Film eingereicht. Die Filme müssen außerdem mindestens 40 Minuten lang sein. Das gilt aber nicht für die Kurzfilmkategorie. Und natürlich müssen die Filme überhaupt erstmal bei den Oscars eingereicht werden, um Chancen auf eine Nominierung zu haben. Die Nominierten und die Gewinner werden von der Academy Award Jury festgelegt. Und da sind ziemlich viele Leute drin, nämlich 5.800 Personen. Und rund 1.300 der Mitglieder sind selbst Schauspieler. Mitglied der Jury kann man nur werden, wenn man selbst schon einmal für einen Oscar nominiert war oder wenn man von einem bestehenden Jurymitglied vorgeschlagen wird. Einmal im Jahr stimmt die Jury darüber ab, welche neuen Mitglieder aufgenommen werden. Mitglied ist man sein Leben lang. Die Oscar-Jury ist also ein ziemlich elitärer Kreis von Leuten. Wer genau Jurymitglied ist, ist ein gut gehütetes Geheimnis. Durch intensive Recherchen der LA Times konnte aber herausgefunden werden, dass 94% der Mitglieder weiß sind, das Durchschnittsalter bei 62 Jahren liegt und 77% der Jury männlich ist. Weil die Jury nicht gerade durchmischt ist, gibt es immer wieder Beschwerden über die Auswahl der Nominierten. Auch dieses Jahr kamen Rassismusvorwürfe auf, weil nur wenige schwarze Filmstars für einen Oscar nominiert wurden. Kurz nach der Veröffentlichung der Nominierten gab es im Netz Hashtags wie White Oscars und Oscars So White. Bei den Oscars gibt es 2 Wahlgänge. Im ersten werden die Nominierten festgelegt, von denen es am Ende in jeder Kategorie 5 gibt, außer beim besten Film. Hier gibt es 10.
Dabei wählen Regisseure nur Regisseure und Schauspieler entscheiden über ihre Kollegen. Stehen die Nominierten fest, werden alle Filme noch einmal im Kino der Akademie gezeigt oder DVDs an die Jurymitglieder verschickt, damit sie alle Filme ansehen können. Im zweiten Wahlgang dürfen die Jurymitglieder aus den Nominierten ihren Favoriten wählen. In der Kategorie Bester Film werden an alle 10 Nominierten Platzierungen vergeben und daraus der Sieger berechnet. Das Ganze ist schon relativ aufwendig. Wir können also gespannt sein, wer am Sonntag die begehrten Goldmänner gewinnt. Hier findet ihr jetzt noch einen Short dazu, ob Stars ein Recht auf Privatsphäre haben, und hier geht's um einen pädophilen Ring in Hollywood. Und jetzt zu euch. Interessiert ihr euch für die Oscars und werdet ihr die Preisverleihung schauen? Und was sagt ihr zu den Rassismusvorwürfen? Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentarbox. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links zu unseren Social Media Plattformen und meinen YouTube-Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich schaue jetzt How I Met Your Mother.